Ja, meine lieben Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2013. Ich hatte gerade eben schon mal eine Runde aufgenommen, 28 Minuten langes Video, und habe ich hier bei der Karriere weitergemacht. Hier, also seht ihr sogar noch Rennen. Das R steht für Rennen. Und ich bin nicht konkurrenzfähig gewesen. Überhaupt nicht. Sobald die Reifen abgenutzt werden, fängt der Wagen an zu schwimmen ohne Ende. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen ein Grand Prix. Ja, möchte ich überschreiben. Und zwar fahren wir mit Red Bull Racing. Ja, mit Red Bull Racing und neben Sebastian Vettel. Machen mal 5 Runden. Rennumfang, nee. Blitzqualifying, Kurzqualifying, komplettes Qualifying. Genau, das möchte ich haben. Dass man das hier nicht aussuchen kann, das ist blöd. Nicht aussuchen kann, sondern so ungefähr so. So habe ich mir das gedacht. Spielmodus Formel 1 2013. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr bei Formel 1 mögt. So, ich mache Qualifying ein Video und ich mache das Rennen ein Video. 5 Runden müssten circa 20 Minuten sein. So, wir machen erstmal eine fliegende Runde, rausfahren, genau. Egal. Mal gucken, wie ich jetzt mit dem Wagen zurechtkomme. Oh, es sieht bedeckt aus. Ach, der lässt sich schon tausendmal besser fahren als Red Bull Racing. Toro Rosso ist das, ja. Mal gucken, ob ich da die 1,28 hinkriege. Wie alle anderen. Nur ich irgendwie nicht. Mit dem Toro Rosso. Da war meine beste Zeit bei 1,35 und ein paar zerquetschte. Verbremst, scheiße. Ob das jetzt auch eine gute Runde wird, weiß ich. Nee. Durch den Dreher.
Was heißt Rea? Oh, der war echt knapp gerade. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Mal gucken, ob ich das jetzt so richtig eingestellt habe, dass man jetzt auch die komplette Saison von 2013 nach fahren, spielen, wie auch immer kann. So, wenn ich jetzt keinen Fehler mache. Ne, 3, 2, 1. Erster! Huhu! Das war enorm knapp gerade. Das war die bisher schnellste Runde. Ausgezeichnet. Ja, wie gesagt, würde mich mal interessieren, wenn ihr so in der Formel 1 Saison immer so die Daumen drückt, falls ihr euch überhaupt für Formel 1 interessiert. Deine Reifentemperatur ist genau richtig. Alter, werde ich wieder runtergereicht. Dritter schon wieder nur. Jetzt muss mir irgendwas einfallen. Bevor dir der Sprit ausgeht, komm in die nächsten zwei Runden rein. Na gut, dann gehe ich jetzt mal in die Box, dann kann ich nämlich direkt losstarten. Aber ich meine, mit Platz 3 bin ich auch noch zufrieden. Dritter sind Reiter. Nein, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Einige legen jetzt richtig gute Rundenzeiten hin. Vierter bin ich, Scheibenkleister. Nun gut, auf die Strecke. Denk dran, dass du auf angefahrenen Reifen unterwegs bist. Damit solltest du etwas früher pushen können, sobald sie auf der Temperatur sind. Nicht gut, gar nicht gut. Sag bloß, ich muss jetzt die komplette Session nochmal neu starten. Nein. Session neu starten, ja. Ich habe keinen Bock, eine Strafe zu kassieren. Also machen wir das nochmal neu. Eine Strafe im Qualifying heißt so viel wie 10 Plätze versetzt. Oder 10 Sekunden Strafe. Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Deswegen lieber neu starten und ja. Aber mit
dieser Kurve habe ich es irgendwie. Aber es ist ja erst Q1 von 3. Aber wenn alles gut geht, sollte das kein Thema sein. Als nur immer 100% zu geben. Die Kurve habe ich jetzt endlich mal perfekt genommen. 3, 2, 1. Müsste ja im Laufe diesen Monats auch wieder anfangen, ne? Die Formel 1 Saison. Ich glaube Mitte oder Ende März. Na bitte, sowas gefällt mir doch. Also diese ersten zwei Rundenzeiten waren schon nicht schlecht. Und wenn die letzte Rundenzeit jetzt, die letzte Sektorzeit meine ich natürlich, optimal ist, dann würde ich glaube ich auf die Pool kommen. Die Spätbahnlappe ist an. Dein Tank ist fast leer. Komm in den nächsten beiden Runden an die Box. 4, 3, 2, 1. Scheiße! Kann doch nicht sein, dass Sutil erster ist und ich...
werde da die ganze Zeit runtergereicht. Achter mittlerweile. Eieieiei. Tja, spät bremsen und Kurven und kriegen ist nicht gut. Schaffe ich hier nicht mehr. Dann lieber mit angefahrenen Reifen. Hoffen, dass noch irgendwas gibt. Zehnter bin ich nur noch, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, Zehnter. Alonso 1,28. Eieieiei. Gut. Keine Zeitverzögerung, direkt wieder auf die Strecke. Mit den angefahrenen Reifen müssen Sie ein Stück früher pushen können, wenn Sie mal auf Temperatur sind. Ja, ich weiß, aber das habe ich ja jetzt vor zu ändern. Ich hoffe es, zumindest. Na! Ja, so wird das definitiv nichts. Krasse angefahrene Reifen. Okay, die erste Runde. Kurven nicht mehr hin, zum Kuckuck. So, Freunde, jetzt fahre ich am Limit. Jetzt muss da aber eine gute Runde her. Na, so bestimmt nicht, verdammt. Die Reifentemperaturen sehen sehr gut aus. Mist, Mist, Mist. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich hatte damals, wo Schumi noch Formel 1 Fahrer war und bei Ferrari gefahren ist, habe ich mir lieber Formel 1 angeguckt als heute. Um ehrlich zu sein, kenne ich die ganzen neuen Fahrer gar nicht. Was ich cool finde, dass ein neuer deutscher Star ist, Sebastian.
Mist. Irgendwann schaffe ich es noch. Irgendwann. Ja, Verwarnung abgekürzt oder so. Doch nicht. Ja, jetzt aber Verwarnung abgekürzt. War aber leider jetzt gerade pure Absicht. Ich glaube nicht, dass ich die Pole Position noch kriege. Uns geht der Sprit aus. Du musst in den nächsten Runden an die Box kommen. Na gut, dann machen wir es jetzt sofort, weil die Runde ist eh im Arsch. Freunde, ich würde mal sagen, das ist hier eine gute Stelle, um auch die erste Aufnahme abzubrechen. Wir sehen uns dann im nächsten Qualifying wieder. Elfter, scheiße. Gut, vielleicht schaffen wir es ja noch... Auf der Strecke Hochbetrieb. Ja, vielleicht schaffen wir es ja noch... Noch 5 Minuten in dieser Session. Ja, und die 5 Minuten werden wir definitiv in der nächsten Aufnahme sehen. Also, haltet die Ohren steif, wir sehen uns, bis dann. Tschüss!